und gucken uns die wichtigen Orte an. Und beim nächsten Mal, wenn wir in Berikos sind, wenn wir King Gates Aufgabe erfüllt haben, dann gucken wir uns die restlichen Häuser an. Oh, Imoen ist verlangsamt. Wie gut bist du in dem Identifizieren von Sachen? Gucken wir mal kurz. Sagenkunde 10. Sagenkunde 20. Also bin ich eigentlich der, der identifizieren könnte aus dem Stegreif. Eigentlich nur leider nicht. Gut. Das heißt, wir machen jetzt mal eine Übernachtung mit einem Zauberer. Wurm, wie ihr wünscht. Gucken wir uns erstmal um, was es in der Küche Leckeres gibt. Nichts. Und der Halbling hier, der wirkt ein bisschen nervös. Ich wünschte, ich hätte meine alte Tabakspfeife. Was kann man als Dieb schon machen? Man investiert in ein paar Stiefel der List und schwupp. Warte. Man investiert in ein paar Stiefel der List, verdient sich damit im Ödland südlich von Berikos Leben zu teilen und dann schwupp kommt eine Horde Hobgoblinzer her und reißt einem die Stiefel einfach von den Füßen. Diese Schweinebande. Wer auch immer mir die Stiefel zurückbringt, kriegt 100 Goldmünzen von mir. Oh, seht, da ist Drisiduorden. Ja, Gruppe hat 50 Goldmünzen eingebüßt. Ja. Ein nervtötender Dieb namens Zolong hat mir jedes Mal, wenn ich ihr endlich etwas sagen wollte, die Taschen geleert, aber ich möchte lieber kein Aufsehen erregen. Er erwähnt ein paar Stiefel, die im Hobgoblins im Ödland südlich der Stadt abgenommen haben sollen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich nur durch die Rückgabe dieser Stiefel Frieden mit ihm schließen und meine Sachen zurückbekommen kann. Zolok hält sich im Gasthaus brennender Zauberer in Berikos auf. Mhm. Also wollen wir aber eine Nacht schlafen. Wie wär's mit einem Whisky? Es ist schon eine Weile her, dass ich so viele Fremde gesehen habe. Ich hoffe, ihr werdet in unserer Stadt gut behandelt. Welche Dienste könnt ihr uns anbieten? Ja. Schlafen wir mal als Edelleute. Das haben wir uns verdient. Wie ihr wünscht. So. Hier oben sind Leute. Hier oben sollte ich Imoen hinschicken. Mal gucken, ob wir was finden, was uns nützlich ist. Aber gucken wir mal, wer es Ben Gilmer ist. Hm? Wie bitte, lasst mich in Ruhe. Nach Feuerwein mit euch und ich hoffe, ihr holt euch da die Gicht. Feuerwein, was und wo ist das denn? Ich rede von den Ruinen der Feuerweinbrücke. Liegt ziemlich weit im Südosten, aber ein paar kräftige Beine werden euch sicher hintragen. Ich würde mir auch überlegen, ob sie auch für den Rückweg kräftig genug sind. Die Feuerweinruinen sind eine richtige Todesfalle für den unerfahrenen Abenteurer. Denkt daran und gebt nicht dem alten Sven die Schuld, wenn ihr ein paar oder einen Kumpels da drin verliert. Gibt es hier in Berikos noch etwas Interessantes? In der Nähe der Tempel im Osten hat eine schöne Aussicht, wenn einem sowas gefällt. Mir gefällt's nicht, mir gefällt sowieso nicht viel. Ihr gefällt mir übrigens auch nicht und jetzt lasst mich in Ruhe lesen. Hm? Ja. Hm? Feuerwein, was könnt ihr uns noch darüber erzählen? Was sehe ich denn so dumm aus, an einem solchen Herod herumzustolpern? Ganz bestimmt nicht. Wenn ihr noch mehr Infos braucht, redet mit den Halblingen in Gullikin. Die sind, oder Gullikin, die sind neugierig bei solchen Sachen und helft euch bestimmt. Ich warne euch aber nochmal, das ist kein Ort für junge Leute. Wer dahin geht, kriegt garantiert Ärger. Am besten stoßt ihr euch woanders die Hörner ab, bevor ihr euer Leben in dem Loch lasst. Ja, dann lassen wir ihn mal in Ruhe lesen. Du bist jung, denn ich verschwinde jetzt. Dann zwingen wir Imoen quasi dazu, hier oben mal ein bisschen.
zu plündern, weil wir einfach alles gucken, dass wir alles mitnehmen, was wir gebrauchen können. Und die Erfahrung ist es natürlich auch alle Male wert, wenn es nur 10... Tja. Okay, das Schloss haben wir öffnen können. Auch wenn es nur 10... Okay, F5. Okay. Hat geklappt, da ist ein Durch drin. Aber ja, der Streitkolben, der ist schon mal nicht schlecht. Und das geht mal zum Gehen. Okay, den können wir nicht identifizieren. So. Ja, wie ihr wünscht. Komm mal raus hier. Ihr braucht nur zu fragen. Jetzt ist wieder Tag. Das heißt, wir können mal hören, was der Stadtschreier zu sagen hat, wenn er schon da steht. Alle hören, alle hören. Auf Befehl des Stadtgouverneurs von Bergos, Kelda Omlir, Natantos strahlender Diener und im Interesse seiner Bewohner wird hiermit ein Kopfwelt ausgesetzt. Auf die Ergreifung des wahnsinnigen Priesters Basilus für die Verbrechen wider die Natur, die er begangen hat. Derjenige, der im Tempel des Morgengesangs Beweise für seine Abwesenheit erbringt, wird nicht weniger als 5000 Goldmünzen Belohnung erhalten. Alle herhören, alle her. Ja, der Mörder Basilus. Hier. Kelda Omnir hat auf einen Mann namens Basilus sein Kopfgeld in Höhe von 5000 Goldmünzen ausgesetzt. Kelda sollte im Tempel von Latanda knapp östlich von Berikos zu finden sein. Hast du noch was anderes zum Verschreien? So, dann in Feldepostes Wirtshaus. Ihr da, raus jetzt! Ich will euch hier nicht hey, mehr ihr drin da verschwindet haben. Solches Gesindel wie euch können wir hier nicht gebrauchen. Hey, sagt's ihnen, Marl! Ihr braucht nur zu fragen. Mit mir. Hey, ich hab sprecht ihr mit mir? Ich habe euch gesagt, ihr sollt euch verdünnisieren. Wir wollen keine Fremden brauchen, die hier Unruhe stiften. Ja. Ich gehe, wo ich nicht will, Kamerad. Habt ihr ein Problem damit? Ich kann partout keine Schwachköpfe leiden, die bis an die Zähne bewaffnet den Ruin rumstochern und dort Wesen aufstören, die man besser in Ruhe lässt. Da kommen solche Witzfiguren wie ihr hier in dem Ort geschneit, allerlei ungeheuren Stepptauben machen sich wieder aus dem Staub. Und wer muss hinterher die ganze Chose aufräumen? Wir natürlich die Einheimischen. Wir tun nur, was wir für richtig halten. Wir lösen mehr Schwierigkeiten, als wir verursachen. Umfasst, immer langsam, immer freundlich bleiben. Wie wäre es, wenn ich euch und dem Rest hier eine Runde ausgebe? Ich sagte, ich habe langsam genug von eurem Ton. Hört auf zu stoßen oder ich stoße zurück. Gut, sind wir mal in unserer Bardenform diplomatisch und geben dem Typ eine Runde aus. Ich bin nicht euer Freund, ihr seid nicht mein und auf der deutschen Ebene muss erst Winter werden, bevor ich mit Leuten wie euch ein Trinken geben würde. Euer schmutziges Verliesgeld könnt ihr behalten. Am liebsten würde ich euer Totengeld wieder dort einbuddeln, wo ihr es her habt und euch mit dazu. Oh. Also der will's wissen. So, dafür haben wir eine Stufe gekriegt. So, du willst auch was? Hey, klick nicht ihr auf Wort mich! Ist ungeheuer. Ich glaube, die Faust wird sich eure annehmen. Wir haben uns nur verteidigt.
Ja, wir müssen dann einen Platz suchen, wo wir das ganze Zeug loswerden. Also wir merken schon mal, wir sind hier nicht willkommen. Also sollten wir hier auch erstmal wegbleiben. Erstmal eine Stufenerhöhung. Ein Magiezauber. 8 Trefferpunkte und 10 Sagenkunde. Hilft uns das bei was? Ja, der Beschützer plus 1. Bei 10% der Treffer wird das Ziel für eine Runde betäubt. Rettungswurf gegen Zauber. Mhm. Dieser Streitkolben ist nicht nur schmal und elegant, er ist regelrecht umwerfend. Ein Schlag an die richtige Stelle und schon wird der Feind völlig gelähmt. Ach, der Bestürzer, nicht Beschützer. Ja. Gut. Wie kann... Ihr braucht nur zu fragen. Also in dem Wirtshaus sind wir nicht willkommen, merken wir schon. Ihr braucht nur zu fragen. Meiden wir es erstmal. Wir haben ja noch andere wichtige Punkte, wie Firebeards Haus. Firebeard kennen wir ja aus Herzburg. Ist ganz schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden. Ja. Ah, ihr seid doch Firebeards... Ah, ihr seid doch Gorions Zögling, das einsame Kind aus Kerzenburg. Natürlich, ich habe von Gorions Zug gehört und drücke euch mein herzliches Beileid aus. Ihr habt euch hoffentlich in der Lektüre weitergebildet, seit ihr Kerzenburg verlassen habt. Ja, ja, die Welt der Bücher. Ich habe gehört, dass eine neue Abschrift des wundervollen Schmökers die Geschichte der Schicksalsmünze für eine schöne Stange Geld in einem der Geschäfte hier zu haben ist. Wärt ihr vielleicht so freundlich, das Buch einem alten Wammi wie mich zu besorgen? Ihr bekommt das Geld selbstverständlich wieder. Ich gebe euch sogar ein kleines Extra, um euch auf den Reisen zu unterstützen. Es muss hart für euch sein, so ohne Gorion. Ja, ein Buch für Firebeard und da ist er weg. Ein Buch für Firebeard. Ich habe in Berikos einen alten Freund getroffen. Firebeard Elfenhaar, einen nicht mehr ganz jungen Magier, der gelegentlich die Bibliothek in Kerzenburg besuchte. Er hat mich gebeten, die Geschäfte in der Umgebung abzusuchen, um die Geschichte der Schicksalsmünze zu kaufen, falls ich sie finden kann. Die Mauern von Kerzenburg wirkten zwar manchmal sehr bedrückend, doch an manchen Tagen vermisse ich diesen Ort schrecklich. Und heute ist wohl so ein Tag. Und ja, ich müsste mir mal einen Magierzauber einprägen. Also ja, dann kann ich das Ding mal ablegen. Immerhin gib mir mal magische Geschosse. Wie hoch ist eigentlich meine Intelligenz? 18, okay, das ist dann schon mal gut. Dann sollte ich den auch lernen können. Und benutzen können. Immerhin gib mir mal weitere Schriftrollen. Die da wäre zum Beispiel nett. Der wäre nett. Ach, kalte Hand und kalte Hände. Lernen wir mal alles. So, das sind nämlich eh alles Einsatzzauber. Gut. Worum geht es, wie ihr wünscht? Achso, Firebeard ist dort. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Und ja, auch wenn Imoen langsam ein schlechtes Gewissen kriegt, dass wir hier überall Sachen klauen, zwingen wir sie trotzdem dazu. Weil sie will sich ja unbedingt uns anschließen und ja, helfen. Und ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Darüber. Ihr braucht nur zu fragen. Aber ja, wer feiern wir direkt vor unserer Basis? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gehen. Ja, und ja, das einzige Geschäft, was mir so einfällt, wäre die hohe Hecke.
ihr wünscht. Ja, du siehst wichtig aus. Die haben mir es ganz schön gegeben, diese Halbung. Eine Gruppe von ihnen rottet sich in den Bergen südwestlich von dir zusammen. Wenn ihr für etwas Gerechtigkeit sorgen könntet, würde ich das beim Stolz gut tun.